ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue, du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ich hab's. So. Ach so. Du musst die andere Seite. Ich denke mal genau auf das. Genau. Und... Wie war das mit dem Countdown? Ja, hat er mir jetzt gerade. Perfekt. Ist aber auch lustig, so die Schalter zu aktivieren. Okay. Oh oh. Schieß mal den Laser nach hier hin. Warte kurz. Siehst du das? Das heißt, nach da müssen wir gleich ganz schnell machen. Versuch mal wieder an den Laser zu kommen und durch mein Portal zu schießen. Oder brauchen wir das noch gar nicht? Doch, ich glaube, das brauchen wir, aber ich will ungern von den Dingern hier zerquetscht werden. Ja, ich glaube, ich verstehe dich ein klein bisschen. Schaffst du es? Schaffst du es? Schaffst du es? Ich fahre hoch, aber... Moment. Ah, ich sehe einen Schalter, okay. Warte, ich hab's. Du musst jetzt gleich nochmal auf die Plattform. Und dann musst du bei mir reinspringen und auf das Katapult, damit du durchkommst. Ach so, ja, okay. Okay, ich fahr hoch, ich fahr hoch, ich fahr hoch, ich fahr hoch, ich fahr hoch und ich springe! Bist du drin? Ja, bin ich! Bin cool. Ich! Bitte? Okay, und jetzt? Das ist ja jetzt doof. Da drin ist nämlich nichts. Mann. Oder ist da an der Decke irgendwas? Nö. Hier drin ist nirgendwo. Treffe ich den Schalter überhaupt noch? Nee, das kann auch nicht. Aber irgendwie muss das ja sein. Hm.
Ne, für den, der springt, ist es zu knapp. Aber es wird hier einen Weg geben. Muss es ja. Nur wo? Was ist denn... Was ist denn, wenn wir einfach hier mal so einen Kubus mitnehmen? Stimmt, vielleicht kann der die Tür aufhalten. Das war ja böse. Ja, der Kubus kann. Der Kubus kann. Ich hab ne Idee. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Oh. Aber der Kubus kann die Tür öffnen. Ja. Jetzt musst du dich nur noch vor die Tür stellen. Ich versuch's, ich bin auf dem Weg. Lalalalala. Geht doch. Wie hast du es jetzt geschafft, hier reinzurennen? Ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Da war doch direkt neben dem Katapult, ist doch die weiße Wand. Da habe ich ein Portal hingemacht und direkt über die Tür. Manchmal kann es so einfach sein. Ja. Könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ja, wieso einfach, weil es auch kompliziert geht, ne? Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Eins, eins. Okay, wo können wir runterspringen? Ich weiß wo. Bei dir? Warte. Ich hab schon oben Portal gesetzt. Ja, warte, wir müssen wieder hoch. Warum? Du hast doch gesagt, die kann man runterspringen, oder nicht? Ja, aber da unten ist das eine Ding. Ach so. Jetzt verstehe ich, was du meinst. La 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 la. So. Hä? Ach so. Komm mal hier hin, wo ich bin. Machst du hier unten dein anderes Portal daneben? Und jetzt? Nein. Musst du hier oben, wo eins ist, musst du jetzt noch das andere. Ah, la 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 la, ich hab dein Portal nur zerstört. Meins? Ist das? Das? So, und jetzt? Auf drei und los! Ja. Schönes 3! Ja. 1, 3 und los, sag ich doch. Ich bin drüben, aber was soll ich denn jetzt hier? Ah, jetzt verstehe ich. Nö. Ach, jetzt kam der Kubus erst. Du musst zuerst springen. Okay. Immerhin wissen wir es jetzt. Ja. Dann brauche ich ja gar nicht anzählen. Ich springe! Doch, warte, warte, warte! Bleibt der, wo bleibt der? Ach, Mann. Ich glaube, du brauchst erst springen, wenn das anfängt zu piepsen.
Die Sache ist, die kommen immer in einem gewissen Abstand und den müssen wir abpassen. Okay. Wenn der nächste jetzt genau an der Ecke ist, dann springt. Wenn der an der Ecke ist, runter, okay. Nein, okay. Nicht wirklich. Alles eine Frage des Timings. Ups, ich wollte doch gar nicht runter. Nein! Ich greife vorbei. Ich hab's richtig gesehen. Das war jetzt aber Zufallstiming. Ja. Wenn der über dem Bildschirm ist, spring dann mal. Nein. Oh, die fliegen viel zu langsam dadurch. Du hast einen Countdown, wenn er den abschießt. Du hast einen Countdown. Der piepst doch. Ja, das Ding piepst doch. So. 3, 2, 1, Abschuss. Fast. Aber du weißt, was ich jetzt meine mit dem Countdown? Ja, ich hab's gehört. Mann. Wer will denn einfach nicht packen? La la la. Oh, der nächste kommt sofort. Ja! Okay. Jetzt musst du gucken, was uns das bringt. Alarmlich? Ich würde sagen, ich hab's gesehen, was es uns bringt. Und dann? Dann müssen wir irgendwie darüber. Frage ist gerade, wie? Das wird uns nicht genügend Anschwung bringen. Wenn du dann hier runterspringst, muss mal gucken. Lass mich raten, du bist vom Ventilator zerfetzt worden. Richtig! So, dann bleib ich hier mal stehen, bis du das darfst. Der Venti ist aus? Ja. Ich guck lieber diesmal vorher. Und jetzt? Kannst du da irgendwo ein Portal machen? Kann ich bestimmen. So sieht es zumindest aus. Jetzt frage ich mich nur noch. Also was heißt kann? Ich werde es auf jeden Fall müssen. Fan Shutdown. Die Frage ist, von wo? Ach, du hast beide Portale hier weggemacht. Schade. Oh. Sonst hätte ich in das rote springen können, was unten ist. Ja, hier ist so eine Dingens. So eine Portalzerstörungswand. Ich frage mich nur gerade, wie ich jetzt bei dir da hinten noch ein Portal setzen soll. Mann, ich finde hier kein Loch, um dir darüber irgendwie ein Portal zu setzen, wegen dem Strahl. Warte mal. Guck mal, was du da sonst noch so machen kannst. Ich guck mal wohl. So, wo. Da kann ich überall Portale setzen. Hier an der Wand nicht. Und hier brauchen wir auf jeden Fall den Beam.
Nützt es mir? Warte, ich komme noch mal zurück. Ich lass mich mal eben zerstören. Geschreddert. Jawohl, ja. Und dann guck gleich mal, ob irgendwo da in dem Lüftungsschacht, wo der Ventilator ist, ob da... Setzt du mir mal bitte... Oder soll ich das machen? Das, die Portale, dass ich darüber fliegen kann. Okay. So, ist aus. Das Problem ist jetzt, wenn du mal Tab drückst, ich habe hier so eine Wand. Wenn ich da durchgehe, ist ja, dann guck dich vor der Wand mal um, ob da irgendwo was ist. Kannst du das vielleicht, wo der Ventilator ist, auf diesem schmalen Rand? Nee, geht nicht. Ja, dann geh mal weiter. Irgendwie muss man ja weiterkommen. Geh mal in das Labor. Da hinten. Ja, ein Raum. Kann man. Mal gucken. Also du musst hier auf jeden Fall auch hin. Und hier muss auf jeden Fall der Strahl rein. Indem ich da ein Portal setze, wo es durchkommt. Nur wie zerstören wir hier diese Portalwand, also die Portalzerstörungs-Materialisierungseinheit? Warte mal, ich habe eine Idee. Setz mal dem Loch, was ich hier gesetzt habe, gegenüber ein Loch und dann dahin, wo das muss, wo das hin muss. Nee, in dem Raum hier musst du einsetzen. Jo. Was? Also... Drück mal Tab. Ja. Also hier habe ich eins gesetzt. Das ist genau hier gegenüber. Da musst du eins setzen. Damit ich den Laser... Siehst du links bei mir im Bildschirm das andere? Da kann ich gleich den Laser durchschicken, dass der rüber zu dir kommt. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Versuchen wir es mal. Ob der hier durch die Scheibe geht. Ja, geht er. Ah, sehr schön. Ach, du hast ihn jetzt ganz ausgeschalten. Scheint so. Auf jeden Fall komme ich rüber. Jawohl, ja. Gut. Mit einem bisschen nicht überlegen und so kommt man ja weiter. Insert Disk. Wo ist die Disk? Das ist die UFO-Disk. Lass mich durch. Nein! Das war meine Disk! Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Okay. Yeah! Cool.